Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem HC Erlangen und der HSG Wetzlar. Zur Halbzeit stand es 15:22. Das Endergebnis lautet 28:36. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den Gästetrainer Kai Warnschneider und unseren Trainer Michael Haas. Und ja, wie immer geht auch heute das erste Wort an die Gäste. Herr Warnschneider, wie zufrieden sind Sie heute mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft? Ja, guten Abend. Ich bin natürlich hochzufrieden. Wirklich stolz auf unsere Truppe. Ich habe schon vorher gedacht, dass wir hier heute eine Chance haben, weil es für Erlangen das 5. Spiel in 11 Tagen ist und dann mit einem immer dezimierteren Kader. Und dann war das ja auch für Erlangen nochmal ein richtiges Highlight am Sonntag gegen die favorisierten Göppinger. Aber irgendwann, glaube ich, ist dann auch, kriegt man auf dem Zahnfleisch. Wir müssen auch schon länger verzichten auf eine komplette Rückraumreihe. Aber wir hatten jetzt nicht den Vorlauf, den Erlangen hatte. Und deswegen kommen, glaube ich, auch diese 22 Tore in der ersten Halbzeit zustande. Wir haben eine sehr gute Torwartleistung von Tibor Ivanisevic gehabt. Und auch eine starke Deckung und haben das dann in Tempospiel umgesetzt, sehr gut Gegenstoß gelaufen und auch vorne gegen die unterschiedlichen Deckungssysteme, die Micha dann da ausgepackt hat. Ja, immer wieder neue Störmanöver, aber das haben wir richtig gut gemacht. Und zweite Halbzeit war klar, dass dann irgendwann bei uns auch die Kraft etwas nachlässt. Da haben wir dann weiter gegen die gute 5-1, 3-2-1 Deckung ackern müssen. Und da hat uns dann geholfen, dass wir für ein paar Angriffe siebter Feldspieler gespielt haben. Da war nochmal so ein Punkt relativ früh. Zweite Halbzeit, wo, glaube ich, Erlangen, weiß ich nicht genau, 4 Tore rangekommen ist. Und dann hat uns das geholfen. Dann haben wir das wieder zurückgenommen und dann halt so weitergemacht. Und also insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit unserem Auftritt hier heute in Erlangen. Auch wenn ich das immer sehr genau einordnen kann. Ich habe das Hinspiel noch sehr gut in Erinnerung. Da war, glaube ich, Erlangen das erste Mal auch nach einer Ausfallzeit wieder komplett und da sahen wir lange chancenlos aus und haben dann noch am Ende einen Punkt mit dem Schlusspfiff ergattert. Und heute waren die Umstände dann eben so, dass wir diese Chance auch einfach nutzen mussten, auch wenn das nicht so ganz selbstverständlich ist, weil das ja für alle Vereine, für alle Spieler, Trainer, Manager eine außergewöhnliche Saison ist. Wir haben da, möchte ich noch zum Abschluss sagen, als eine von wenigen Mannschaften das ganz große Glück gehabt, dass wir nie als Mannschaft 14 Tage in Quarantäne waren. Wir hatten Spieler in Quarantäne, einzelne Spieler. Aber das spielt sicherlich auch mit einer Rolle, dass wir tatsächlich nach 31 Spieltagen mit dieser Mannschaft, mit 5 neuen Spielern auf einem reellen, unglaublichen 7. Platz in der besten Liga der Welt stehen. Deswegen das, was ich am Anfang gesagt habe, ich bin unglaublich stolz auf unsere Mannschaft. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Hasan, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch Kai und die HSG Wetzlar. War, glaube ich, geht das heute sehr in Ordnung, der Sieg. Wir sind heute an unsere Grenzen gestoßen. Ich bin jetzt erstmal, wenn man mich fragt, ob ich zufrieden oder unzufrieden bin mit dem Spiel, klar, das Ergebnis ist viel, viel zu hoch. Trotzdem habe ich gesehen, dass meine Mannschaft gekämpft hat. Wenn ich mit irgendwas unzufrieden sein kann, dann wie wir ins Spiel gestartet sind. Die ersten 10 Minuten war gerade, was unsere Deckung angeht, eigentlich nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben. Auch, das war auch nicht vergleichbar mit dem, was wir 3 Tage zuvor gegen Göppingen gezeigt haben. Wir hätten, um nochmal so eine Energieleistung zeigen zu können, heute einen guten Start ins Spiel gebraucht. Wir hätten einfach am Anfang direkt Ballgewinne gebraucht. Wir hätten eine gute Deckung gebraucht. Wetzlar hat uns dann mit ihren Zweikämpfern am Anfang gleich Probleme gemacht, wodurch wir angefangen haben zu schwimmen und konnten uns dann hinten einfach nie die Sicherheit holen. Vorne, finde ich, erste Halbzeit hat halt Simon Jepson Verantwortung übernommen. Da haben wir viele Sachen noch gut gemacht. 15 Tore sind okay, aber halt 20 in einer Halbzeit zu kassieren, dann ist das Spiel eigentlich dann auch schon fast gelaufen. Ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit, wir sind gut aus der Kabine gekommen, haben das ordentlich gemacht. Sind dann ja auch nochmal rangekommen, haben aber dann so die Big Points, um vielleicht nochmal wirklich ein bisschen einen anderen Spielverlauf den Wetzlarern aufzuzwingen, haben wir einfach nicht gemacht. Wir haben uns einfach verpasst, in so einen Zustand zu bringen, in so einen Rausch zu spielen, wie wir das jetzt vor 3 Tagen gehabt haben.
Ja, die Kai hat es gesagt, es sind 5 Spiele in 11 Tagen. Es ist dann irgendwann auch zu viel. Wir müssen jetzt trotzdem einfach gucken, dass wir uns wieder sammeln, uns davon heute nicht zu weit runterziehen lassen, auch wenn es zwischenzeitlich wirklich böse aussah. Ja, wir kämpfen weiter. Die jungen Spieler, die nachher auf dem Feld waren, finde ich, haben das sehr gut gemacht. Ich meine, es war ja nahezu fast eine komplette zweite Mannschaft auf dem Feld in der zweiten Halbzeit. Die haben das gut gemacht, haben sich reingehängt, haben sich empfohlen und ja, wir arbeiten weiter, kämpfen weiter und gucken, dass wir jetzt in Berlin die Aufgabe irgendwie versuchen zu lösen. Ich meine, wir haben ja jetzt in der Besetzung einfach auch gar nichts zu verlieren. Wir kämpfen weiter und ja, geben weiter Gas. Dankeschön. Danke.